Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play BeamNG Drive. Ja, heute haben wir zwei besondere Sachen, nämlich erstens, ich habe einen neuen Computer für rund 1800 Euro, also wir können jetzt endlich in flüssigen Framerates spielen und wirklich top. Und die zweite Besonderheit ist, die zweite Besonderheit ist, dass heute der Werder Gamer bzw. Philipp Rauch bei mir ist. Sag mal was. Ja, guten Tag. Und danke schön, Erik, dass ich heute bei dir sein darf und deinen geilen neuen PC testen darf mit dir. Ja, also darüber werden wir heute zum einen reden. Ja, zum anderen werden wir... was werden wir zum anderen reden? Über Philipps Werder Gamer Videos und natürlich... ja, über meine Map hier, die habe ich erstellt. Ghost Town ist noch nicht ganz fertig, werde ich im Verlauf des Videos nochmal zeigen. Und wir werden ab der Hälfte ungefähr wechseln, dann wird Philipp, also jetzt spiele ich gerade... Und dann wird Philipp gleich spielen. Also wir nehmen so 20 Minuten auf, oder? Ja, so ungefähr. Denn wir mussten das Video jetzt zum zweiten Mal drehen, weil ich zu doof war, mein Mikrofon anzuschließen. Sehr schön, aber wir haben davor noch eine kleine Wette gemacht. Und da, also keine Wette, aber wir haben etwas gegessen und davon Challenge wird euch, haben wir gemacht. Genau, davon wird euch Philipp jetzt mal kurz erzählen. Ja, so wir waren kurz davor, also eben gerade, haben wir eine kleine Challenge gemacht, wie ich eben schon gesagt habe. Und da haben wir so eine sehr scharfe, also sehr scharf weiß ich jetzt nicht, für uns eine scharfe Paprika gegessen. Chili gegessen. Und das war richtig übel. Also wir haben nur so ein kleines Tick genommen, ne? So ein bisschen drauf gegessen und so. Wir haben fast, wir haben geheult. Ja. Ja, also es war so übel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es hat so übel gebrannt. Echt krass, ne? Also. Ja, also es war nicht so toll, sag ich mal. Und eine kleine Info zum Spiel. Wir spielen hier auf gemaxten Settings sozusagen. Ich nehme das jetzt in 40 FPS auf. Aber ich könnte natürlich auch in mehr spielen. Weil wenn ich in mehr aufnehmen würde, dann würde das zu groß werden. Eben unsere Datei war knapp 100 GB groß. Und ja. Also natürlich kann man das auch mit einer GTX 080, ne, und einem i7-5820K machen, ne? Also. Ja, also das ist so ein bisschen schon mal was von meiner Hardware. Dazu wird noch ein separates Video die nächsten paar Tage folgen. Und wir fahren hier schön die Straßen entlang. Kann euch natürlich jetzt auch alle Maps zeigen, die ich euch vorher nicht zeigen konnte. Hier schön in 60 FPS. Einfach 40. Doch. Ja, 40. Ich nehme ja in 40 auf, aber manchmal springt es auch auf 60 hoch. Sieht natürlich auch viel schöner aus, die Grafik, ne? Ja, ja, ist klar. So, worüber könnten wir noch reden? Werder Gamer. Ja. Also, Philipp Rau hat auch einen Kanal, nämlich Werder Gamer heißt der. Link ist in der Beschreibung. Den will sich aber keiner angucken. Denn dort sind geile Videos von FIFA 15 Demo in Klasse. 240p, oh mein Gott. Krass. Scheiße, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ja. Oh, die Videos waren so ein bisschen sporadisch. Aus Bock, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Waren das in Ferien oder so? Ich habe keine Ahnung, wann das war. Auf jeden Fall, ja, zieht euch das mal nicht rein. Es war so vor ungefähr einem Jahr. Aber er spricht doch immer gleich. Wird jetzt 16, ja. Ne? Ja. Bin genauso hässlich wie vorher auch. Und, als ihr ihn kennt, also das ist wirklich keine... Kein sollte Schlamm. Man sich nicht anschauen. nee, Spaß. LOL. Oh, nee, die Map ist eigentlich ganz schön, ne? Ja, die ist gemacht vom Dole Pepper. Danke auch an dich, der hat auf meiner Map ein bisschen was mit Texturen und so weiter gemacht. Also falls du das schon solltest. Der kommt aus Frankreich, also wirst du wahrscheinlich eh kein Deutsch verstehen. Aber egal. Ich bin so total fröhlich wieder drauf. Merkst du, ne? Ja, klar. Ich bin jetzt recht gern mit diesen Schluchten hier, wo man überall rumfahren kann. Ja. Noch kommen Leute. Aber ich erkenne schon so einen Unterschied zwischen 40 und 60 FPS, muss ich sagen. Also wirklich. Das ist ein bisschen unreiner, ne? Ja. Aber im Video kommt das sowieso ein bisschen anders. Und vielleicht schaffe ich sogar den gleichen Jump wie vorhin auch. So. Ganz knapp drüber. Ja, bisschen nicht ganz so. Aber. Jetzt bist du besser gelandet. Perfekt. Ja, aber besser gelandet als davor. Alter. Nur die Strohstange verloren. Also Alter. Übel krass. Warte, aber da hinten geht's. Wie schnell fährst du denn überhaupt? 208. Oder so. Alter, 210 jetzt. Licht an. Boom. Oh krass. Mein Genes. Kommst du hoch. Oh krass. Geil. Und jetzt hinten runter. Oh. Aber doch, ich fall runter. Okay, das war nice. Das ist nice. Ja, stimmt, ist nice.
Also wenn ich jetzt verlor, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt natürlich wieder Wochenende, ne? Ja, das ist top, vor allem um Videos aufzunehmen. Leider haben wir schon viele Ferien. Kannst du dir vorstellen? Zum Kotzen. Ja. Hä? Ja, ja, haben schon. Ja, andere Bundesländer haben schon. War ja klar. Ja, ja. Wir kriegen immer als letztes oder so. Ja. Leider. Also hier auf jeden Fall schöne Schlüchtlein. Und oh, schöner Drift. Oh ne, kein schöner Drift. Aber egal, wir fahren hier ein bisschen über den Dirt. Dirt, Schmutz, was auch immer. Und gleich, wir sind jetzt bei 5 Minuten. Ich gehe nochmal kurz auf eine andere Map. Und danach kommt da Philipp dran und könnt dann mal spielen. So. Dann seht ihr mal meine besten Fahrkünste. So, wir gehen jetzt auf Roadland irgendwas. Eine komische Map, ein komischer Map-Name. 10 FPS. Guck das mal an. 10. Also wir haben jetzt 10 FPS. Bin schon dünne. 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 Dünne wie Philipp. Oh ja. Aber was willst du denn sonst noch so für Spiele spielen? Also ich werde mir auf jeden Fall, also FIFA wahrscheinlich nicht. Ist ja jetzt vor kurzem FIFA 16 rausgekommen. Ich werde wahrscheinlich dann Project Cars kaufen. Oder Assetto Corsa, mal schauen. Und werde das dann eventuell let's playen. Vielleicht auch Sims oder sowas, mal schauen. Kommt Sims auch wieder was Neues, oder? Nee, aber Sims 4 ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass rausgekommen ist. Da vielleicht, braucht so lange. Na, das werde ich in naher Zukunft dann entscheiden. Minecraft, Minecraft wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, also nicht alleine, kam ja sowieso nie eigentlich so wirklich. Und hier ist die Map, sehr schön, sehr groß. Ich werde das wahrscheinlich zwar noch manchmal machen mit einem Freund, also SGamer01, beziehungsweise Steve Kotzorek, sorry, dass ich jetzt vielleicht deinen Namen gesagt habe. Hey, du hast meinen Nachnamen auch gesagt. Oh, sorry. Naja, was wollte ich jetzt sagen? Die Map finde ich sogar noch geiler als die davor. Ja. Also, hier kann man auf jeden Fall... Ja. So nicht. Ja. Ich wollte schon die Zeitlupe aktivieren, aber hier kann man richtig geil driften, wenn man es denn beherrscht. Was nicht so viele können, glaube ich, zumindest. Ja, auf echt natürlich. Ja. Wow. Guck mal, der Staub hängt sogar in der Fahrerkabine dran. Ja. Voll logisch, ne? Ja. Und hier erstmal schön. Aber ich finde einfach, dass BMG irgendwie das Beste ist mit Crash, zum Crash, ne? Ja. Also wirklich von der Physik her ist das Spiel einfach nicht geil. Vor allem, weil wir jetzt ein Update, darüber komme ich auch gleich zum Reden. Es gab nämlich wieder ein Update und da ist ein neues Auto und ein paar neue Props dazu gekommen. Oh, krass. Ah ja. Oh, ist so schön zu spielen. Philipp kriegt die ganze Zeit Nachrichten auf WhatsApp. Ich bin beliebt. Ja. warte, wovon haben wir gerade geredet? Ich vergesse mal alles. Von Gute Frage. Über diesen Mod da. Nicht diesen Mod. Ach so, ja klar, es gab ein Update. Update. Und erstmal fliegen wir runter und dann zeige ich euch, was neu ist. Ja, erstmal schön hier runter. Bam, bam, bam. So. Bam, bam, bam. Da hast du gerade Glück gehabt bei diesem Quatsch. Vor allem mach ich hier erstmal Zeitlupe an, ne? Naja, okay, ich zeige euch nochmal ganz kurz das Auto und dann wechseln wir. Also, das hier ist der neue, der Hiroshi, keine Ahnung, SBR4. Gibt es hier in vielen Ausstattungsmöglichkeiten, sag ich mir jetzt mal. Und wir nehmen erstmal die hier einfach. Also, wir nehmen jetzt nur die. So. Boah, sieht geil aus. Man sieht vielleicht auch... auch innen drin, ne? Ja. Sehr detailliert. Auf jeden Fall. Das ist ein Sportwagen. Und Philipp hat es geschafft. Auf meinem Computer ist erstmal dieses Spiel, erzähl mal. Komplett, ich habe das so oft gehangen. Auf einmal hatte ich nur so 2 FPS, ja, auf der FPS. Map. Auf der Map da und... war echt krass, nur weil ich diesen Tag-Nacht-Zyklus anders gestellt habe, ne? Ja. Auf einmal komplett zusammengebrochen. Und ich konnte diese Map vorher mit, ja, so 10 FPS sowas spielen, also, ne? Ja. Das ist nicht, glaube ich, nicht so schön anzusehen. Ja, und das wird so ungefähr eine 20-Minuten-Folge, wir fahren hier einfach mal fett mit 200 km/h lang. Weil, ja, ist ja eine Special-Folge, die nächsten werden ja sowieso wahrscheinlich wieder nur mit mir sein, leider, ne? Ja, aber wir Ferien haben, nicht? Ja, wir haben, aber bist du eigentlich in Ferien da? Also ich hoffe es, ich weiß es aber nicht. Okay, also wenn er da ist, vielleicht kommt auch noch ein anderes Video, und dann ist ein Leuchtturm, vielleicht noch ein anderes Video mit ihm. Ist auf jeden Fall funny mit dir, ne? Ich will auch schwer hoffen. Alter, jetzt hörst du nicht die ganze Zeit hier, verdammte Scheiße. Ich hoffe, man hört das nicht zu dolle. So, und wir sind jetzt bei 10 Minuten angekommen. Das heißt, Philipp kann jetzt seine Map aussuchen, die er will. Und wir tauschen mal kurz durch. So.
Ich sag schon mal tschüss. Ich kommentiere jetzt natürlich auch noch, aber wir wechseln gerade mal. So, jetzt bin ich hier am Steuer. Ja. Ja, welchen Map nehmen wir denn? Ich habe ihm ein bisschen erklärt, wie das alles geht so, ne? So, mal gucken. Welche haben wir denn noch nicht genommen? Die hier? Ja, warum nicht? Ich nehme einfach mal die. Ja. Hört sich gut an. Dann kannst du ja nochmal meine Ghost Town Map zeigen. Stimmt, es lädt schon. Mach ich noch. Ja. Du hast ja so noch 10 Minuten Zeit. Ja. Ach, wir freuen uns alle schon. Achso, Philipp wollte auch im letzten Video sowieso als letztes noch auf so eine Crash-Map gehen, bis mir aufgefallen ist, dass ich halt das Mikrofon nicht angeschlossen hatte. Ja. Aber das hier ist auch, glaube ich, eine Crash-Map. So, kann man ganz gut. So, das sieht natürlich nicht so aus. Natürlich, lädt noch nach. Oh. So, natürlich erstmal. Sieht mir auch so ein bisschen aus, als wäre da irgendwie ein bisschen ein Fehler. Naja, egal. Philipp wählt jetzt erstmal sein geiles Auto und seine geile Werder-Farbe. Also Werder ist ja wieder top in der Bundesliga hier, ne? Oder? Bundesliga, ich kenne mich da wirklich nicht aus dem Fußball. Nimm Werder-Grün. Werder-Grün. Klar, das ist nicht klar. Könnt ihr ja gerne mal in die Beschreibung schreiben, ob ihr genauso gerne Werder mögt wie Philipp Rauch und das Vollwerder. Also das ist natürlich ganz klar, dass ihr da auch mögt. Ihr seid bestechlich, hoffe ich zumindest. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und ja, schafft's erstmal. Ja, ich hab mich natürlich schon mal gleich festgefahren. Ne? Geht's nicht immer. Einfach irgendwo runter. Und hier können wir auch jetzt mal sehen, wie es aussieht, wenn wir die ganzen Autos einfach hier runterwerfen. Sieht sich auch schön aus, diese Landschaft hier, ne? Ja, der fällt noch. Das sieht man schon den Sprung eines besseren PCs, ne? Ja, wenn man das mit dem vorher vergleicht, das ist kein nicht mehr wiederzugehen sozusagen. Ja, das ist. Lohnt sich ja dann auch ein bisschen zumindest. Ja. Hier könnten wir rein theoretisch dann auch irgendwann in den nächsten Folgen mal mehrere Autos runterwerfen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Oh, diese Innenansicht, weißt du, ist raus. Perfekt. Oh, und da unten ist das traumhaften Strand. Ich sehe mir gerade so den neuen James Bond vor mir, weißt du? Das Auto. Hast du noch runtergekuscht? Ja. Es landet natürlich genau vor einer Frau, die gerade mit einem Bikini aus dem Wasser kommt. So typisch. Und dann kommt James Bond unverletzt natürlich aus diesem Auto raus. Ja, guck jetzt. Und jetzt, da sieht man natürlich die Tür. Ledersitze, das ist einfach unfassbar. So, und jetzt nimm mal ein anderes. Parken. Welchen nehmen wir mal? Den Truck. Den Truck, den hier unten? Ja. Den hier? Ja. Mit dem Mixer. In Werder Grün. Boah, 1977, das ist glaube ich die nächste. Das muss, nein, das muss dunkler. Oder nimm einfach das. Geh nochmal auf Less Options. Da auf dieses Grün. Das sieht doch voll aus wie Werder. Findest du? Ja, komm. Ja, doch. Werder Bremen hier. Boah. Krass. So, kleinen Moment. So. Rückwärtsgang. Ja, sehr schnell, wie man merkt, ne? Merkt man wirklich, dass das Ding von 1977 ist? Gibt's natürlich nicht in echt. Und gleich. Ich glaube, das ist ein bisschen schwer, das runterzufallen. Können ja ein Licht anmachen. Oh, mach mal Licht an. Warte. Krass. Na, ist eh schon im Arsch. Das Licht also. Ja. Oh, das Mixer-Ding ist, wo ist denn das? Da oben. Oh Gott, das rollt da auch runter. Oh, das gehen aber ganz schön viele Teile ab, ne? Ja, Alter, das ist hart. Ja. Aber ich glaube, warte, kommt jetzt. Alter! Bam! Wie immer meine Stimme runter. Ja, hoch geht, keine Ahnung. So, jetzt bist du wieder drin. Oh Mann, ich mache mal Zeug mit er, ne? Ja. So. Mein Mann, neues Auto. Ein richtig hammergeilen. Carol Hustle, ja, ist mit einem V8. In weiß. Ja, das ist natürlich auch beste Auto ever. Nein, ich will doch nicht da runter. Oh, nein, das müssen wir weg. Fahr mal so rechts da irgendwie so, jetzt geradeaus da, so irgendwie runter. Juhu. Juhu. Oh yeah. Und so und wenn der unten ist, dann zeig mal meine Map nochmal für die nächsten paar Minuten einfach nochmal. Also, als kleine Info, die Map, die ihr gleich sehen würdet. Die Map, die ihr gleich sehen werdet, ist noch nicht komplett fertig. Ja, so ungefähr Hälfte. Und Philipp kann ich dann ja auch mal bewerten, was da so noch fehlt, sozusagen. Also ich kann mich schon mal voraussagen, die Map ist schon
Scheiße. Echt geil gemacht. du warst sehr erst dann, wie viele mehr? Zweite, dritte? Eigentlich die dritte, ja, dritte. Aber mit der zweiten, die war jetzt auch nicht so toll. Auf jeden Fall, ja, die Map, also Philipp zeige ich dann gleich noch, wie er da, also er wird da auch nochmal gleich ein bisschen Hand anlegen und wir sehen hier schön das Ding. Mach mal Zeitlupe an. Schnell, schnell, schnell. Bevor er alt, nein, alt, alt, alt! Also ich bin so also doof dafür. Er kann sich nichts merken, wie man merkt. Ja, genauso wie in der Schule auch. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh! Oh. Boah. Die Tür komplett geschrottet. Und jetzt mach wieder normal Zeit. Nein, alt, nicht SNG. Und jetzt nach oben. Stimmt. Boah. Bam. Schon schön Schrott jetzt das Auto. So, und wir gehen jetzt nochmal kurz auf eine andere Map. Also auf meine Map. Bei nämlich 16 Minuten angelangt. Ja. Auf Ghost Town, ja. Keine Ahnung. Wie der Name schon verspricht, ja. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber eine Ghost Town Map gibt's so noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Maps gibt's. Vor allem frage ich dich, Jo. Ja, ja, so aber ungefähr. Also 100 ich finde die Map bestimmt eigentlich komplett scheiße, weißt du? Ich muss sagen, ich habe ja auch Angst im Dunkeln, deswegen habe ich auch Angst vor dem Namen. Naja, nein, ich finde die App richtig geil gemacht. Auch man merkt sofort die Kulisse, finde ich jetzt persönlich. Ja. Ist nicht so wie die anderen, schon mal ein bisschen ghostiger. Ja, ja, aber du hast auch vorhin schon gesagt, also das habt ihr natürlich nicht mitbekommen, aber ja, ein bisschen eintönig finde ich Philipp das. Ja, man könnte noch so ein bisschen spektakuläre Sachen reinbringen. Ja. Versuche ich alles einzubringen. Auf jeden Fall, hier haben wir meine Fachkünste, die ich überhaupt nicht beweisen kann. Auf jeden Fall. Ja, Atomkraftwerke. Das hat so vorher noch keine Map gehabt, dafür auch mal danke an den DotGamer 301 oder so. Keine Ahnung. Der hat mir die modelliert und texturiert, also vielen Dank dafür. Komm nicht voran, nicht Alter. Das egal, setz dich zurück. Das ist so traurig. Nimm ein anderes Auto. Ja, du bist dran. So. Ich habe mir noch nicht genommen. Nur den hier. Umlegst die. Die? Keine Ahnung, die ist am schnellsten. Gelb. Gelb? Wie Dortmund. Boah, komm ich damit an. Scheiße, jetzt habe ich mir keine Freude damit gemacht. Ja, Stevie. Wir wissen es. Boah, wie geht denn ab? Was hast du gemacht? Hast du eine Taste gedrückt, oder? Hä, nee. Das ist eine Drag-Version immer noch. Ah. Kannst du noch fahren? Ja, also das Ding fährt immer noch. Das ist auch so. Echt krass. Ich fahr jetzt einfach mal irgendwo lang. Ich hab keine Ahnung. Da, ja. Oh. Krass. Also da sieht man diese tollen Bäume, die ich da hingepflanzt habe. Oh, diese Textur. Ja, ich weiß. Das sind ja nur Hintergrunddinger. Also, ja. Nee, aber sonst finde ich die Map richtig schön gemacht. Fahr mal in die andere Richtung. Also, mit dem ganzen Auto natürlich. Erstmal drehen. Aber du kannst das Spiel schon ganz gut, muss ich sagen. Ein zweites Mal jetzt, ne? Was ich willst du deine Aussage nochmal wiederholen? Warte. Klar, Moment, ich setze das nur Philipp mal kurz hier hin, deswegen will. Ich brauche Hilfe. Ich bin auch zu klein dafür. Ich habe die Straße schon extra breit für ihn gemacht. Aber er schafft es trotzdem nicht. So, jetzt hier. Jetzt komme ich. Nicht so schnell. Vorsicht, da musst du links. Links. Bremst, bremst! Das wäre trotzdem in die Leitplanke. Wie langsam bremst denn das Ding? Ernst? Also ich mache hier natürlich nicht auf Ernst. Kleinen jetzt, ne? Moment, Leute, es dauert nicht mehr lange. F7 so. Und jetzt fahr. Oh! Ich. Vorsicht! Mal sehen, ob der den Berg schafft. Oh krass! Wie kann er so. Oh nein, wie kann man so einen Berg machen? Nein! Dann setze ich dich halt ganz oben hin, da spawnt er immerhin in der richtigen Sache. Richtigen Sache vor allem. Naja. Soll ich hier runterfahren? Ja. Fahr mal da runter. So. Voll Speed. Oh, und krass. Jetzt fahren wir hier lang. So. Boah. Fast da rein. War schon nicht schlecht, ne? Ja. So, und voll gegen das Haus. Nein, nicht gegen das Haus. Hm. Mach Zeitlupe. Alt, oh. alt und nach unten. Oh, gerade so. Und das wird geil. Auf oh. die Cut. Oh. Alter. Ja. Scorpion hier nachgemacht. Das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verbogen. Er hat mich ein bisschen an Banane, gelb und trotzdem krumm. Naja, nicht alle Bananen sind krumm. Wir wollen nicht noch näher darauf eingehen. Ja. Oh. Bam.
Ja, erstmal alle Reifen hier weg. Natürlich den V8. Fahr noch einmal da unten lang und dann beenden wir die Folge. Wir sind nämlich schon bei 20 Minuten angelangt und sonst würde das 500.000 Jahre dauern. Ich bin auch mal gespannt, wie mein neuer Prozessor so rendern wird. Wie gesagt, ein Computervideo wird da nochmal kommen. Und ja. Oh, schade, nicht gegen den gegen's Haus. War doch gegen das Haus, dass ich mit dem Ding hinverfallen. Voll gegen die Kante. Naja, okay. So. Dann würden wir jetzt sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und danke dir auch, Erik, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, bitteschön. Es wird vielleicht noch in Ferien 1 kommen, wir haben ja jetzt bald Ferien. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ja, und ciao.